Gut. Die Hommage läuft. Die Hommage an Bioshock Infinite. Wir sehen hier unseren Hund rechts unten. Der zittert so ein bisschen hin und her, grafisch. Das ist eindeutig eine hochkünstlerische, ernst gemeinte und gewollte Anspielung an Bioshock Infinite, wo die Leute ja immer so zwischen Dimensionen changiert sind. So, was ist hier los? Hier hinten ist Jenna. Mhm. Wir sind immer noch hässlich angezogen und Moss. Und da vorne ist unser altes Happes. Gucken wir doch mal. Genau. Ich prophezei, uns erwarten lange und ausgedehnte Gespräche mit unserer Familie. Oder sie sind alle tot. Oder, genau, lange und ausgewirrige. Are you sure no one will come and look for us here? Don't worry, you'll be safe here. Oh, schlechtestes Abschluss. Ihr, promise ihr seid ihr sicher. You can to survive. Moss? Es kann ja eigentlich nicht schief gehen. Yes, it's nothing. It's flashback time. Du, 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 du. So, gehen wir mal rein. You did the right thing, my love. Those children didn't deserve to die. You made the right decision. Wenn sie jetzt cool gewesen wären, dann hätten sie ihn von heute in Farbe gehabt, wie er in dieser Schwarz-Weiß-Version. But it matters not. Sie haben einfach einen Filter über alles drüber gelegt, statt es auszuschneiden. I would do it again, given the opportunity. Okay. Also keine ausgedehnten Gespräche mit der Familie. Ist eigentlich auch gar nicht so schlimm. Guck mal, ein Messer. Oder, nee, was ist da? Schwurbelrauch. Fein gearbeitet euch. Warum war das so? Ja, das war der Rauch, der bedeuten sollte, da ist was. So. Das Spiel möchte damit uns etwas sagen. So, hier kann ich nichts machen. Kann ich hier hoch? Nee. Diese Leiter ist ausschließlich Dekoration. Also da möchte ich aber nicht wohnen in dem Haus. My son, ja, mittlerweile nicht mehr. In the Westford family, we do our best to promote the ideals of justice and nobility. We must value chivalry, along with defending the weak, obeying your master, and vowing to protect those in need. I hope that you will follow this path as well. Father. So, was hat man im Schrank? Rüstung des Westfords. Der Vater. Eine diese Statue. Ach so, von den sieben. Ach, von den sieben, ja. Also einer der sieben, genau, Teile Gottes sozusagen. Kannst du mal kurz die Götter erklären? Also die sieben? Diese spezielle. Da gab es halt für jede Tugend, sage ich mal, eine Gottheit oder für jede erstrebenswerte Eigenschaft. Promise me you'll take the black if you get the chance. Weiter, geht's gleich weiter. Promise me. I will never forget you, Serena. Nor will you. Now go. Never fear. Your friend will take care of us. Genau, der Vater, die Mutter, der Krieg, nee, der Ritter. Der Krieger heißt er, glaube ich, auch noch. Oder der Ritter, eins von beiden. Ja. Dann den Schmied, glaube ich, auch. Ja, dann die Alte. War sowas? Die Alte, genau, dann gab es den Namenlos irgendwas. Ne, der Tod ist es letztlich. Okay. Heißt halt nur der Namenlose. Es sind sechs gewesen. Sechs. Und? Es fehlt noch einer, keine Ahnung. Das Kind, weiß ich nicht. Nee. Also auf jeden Fall sind das die sieben Bestandteile des ganzen, des ganzen Guten oder des ganzen Lebens sozusagen. Also der Tod halt, dann der Kämpferische, dann die Mutter, dann der Vater, der über einen wacht und ach, keine Ahnung. Also es hat so eine. Gott ist, besteht aus sieben Teilen. Genau. Über uns der Vater, der Sohn, der Heilige Geist bei den Christen oder sowas. Da fehlt aber irgendwie die Frau in dem. Nee, das ist bei den Christen völlig normal. Ah, ich darf nicht rumlaufen. Was mit meiner Familie geschehen ist. Ja, aber das finde ich doch nicht raus in dem Haus. Ich habe doch jetzt schon alles angeklickt, ihr Doris. Ich kann ja mal zum Hund wechseln. Nee, kann ich nicht. Ich darf nicht mal zum Hund wechseln. Aber ich darf hier hinten raus. Guck. Ja. Guckst du hier. What is it? Did you see something? Oh Gott, ja. Der ist gruseliger als alles andere, der Typ. Let me through. Was? Hat sie keine Kapuze mehr auf? Was ist denn da los? Hat sie weiße Haare? Sie hat weiße Haare. Kann das etwa sein? Das kann nicht sein, das können sie nicht machen. Das ist. Das oh nein. Serena! Tyre! Sind da die Gräber oder was? Nehme ich an. Nein! Ich schwöre Rache! Rache! Und schreit er jetzt, no! Er ist nicht so ein Typ dafür. Aber wenigstens hat jemand Gräber geschaufelt. Also. No. Hat sich jemand? Ja, sein Freund. Oh, er schreit doch nein. Er ist doch der Typ dafür.
jedem guten Film kommt einmal so eine Szene. Ja, in jedem. Auch in jedem schlechten. Ach, das war jetzt ein Scherz. Warum hat sie weiße Haare? Sie darf keine weißen Haare haben. Sie, das war, ich meine, das ist immerhin einer der ganz großen Twists bei den Büchern gewesen, dass es da noch jemanden gibt, der weiße Haare hat. Your belly. Sie sind immer eben so. Ach, schwanger ist sie auch noch. Dann hat er sie hingeschmissen. That's just what I needed. Did Aaron know? That's why he sent me to you. Oha. Meuchelmörder! Da müssen wir uns doch kümmern. Woher wussten die, dass wir da sind? Warum ist es auch nicht so verdammt hässlich? Wir sind ja auch nicht gerade eine Schönheit. Bist du? Wir sind natürlich. Wir sind wunderbar. Also, aber wir müssen ja da auch nicht mitspielen. So, so. Wenn sie jetzt weiße Haare hat, dann ist sie vielleicht ein Targaryen. Hm. Und wenn sie dann den Sohn von Aaron, dann ist das ja quasi voll das Überkönigskind. Überkönigskind, ja. Aber ich meine, da das in den Büchern nicht auch nur erwähnt wird, kann es im Endeffekt nicht wichtig sein. Na, oder sie sterben. Oh, hoffentlich sterben sie. Weil dann ist die Continuity des Kanons nicht gestört. So, wir sind wieder alles da. Das ist eine Parallelwelt, in der alles nochmal neu erfunden wird. Deswegen switcht der Hund auch immer zwischen Dimensionen hin und her. Ja. Weil der gehört eigentlich auch in die richtige. Oh, es ist voll intelligent. Lord Harden of Castlewood. He was claiming to have information about Gawain. Alles da, Lord Harden. If my memory serves, he made mention of a residence north of town. Okay. Might as well go and see if it's true. Wo ist der Norden? Im Norden kannst du ja sehen. Lord Harden, euren Bruder zu haben, treffen vor seinem Haus in Kriegsmund. Wir sind schon so lange mit Mors unterwegs gewesen, dass ich gar nichts mehr weiß. Ach da, wirklich Norden. Also ich laufe jetzt einfach mal los. Na, da durch das Tor, würde ich sagen. Schau mal. Das ist schon ein bisschen in der Stadt. Und schon bin ich im Norden. Gut, dass Königsmund bzw. King's Landing relativ klein ist, weiß man ja. Hm. Ist ja nur eine 500.000 Einwohnerstadt. Das heißt, man kommt da wirklich in 2 Minuten von A nach B. Also Bratislava ist auch eine 500.000 Einwohnerstadt und da bin ich auch ein paar Minuten durchgegangen. Durch alles ja, aber man muss bedenken, in Bratislava gibt es Häuser, die höher sind als 2 Stockwerke. Also da sind die Bewohner konzentrierter als in so einer Stadt im Mittelalter, wo alles nur so kleine Häuser sind. Ja. Oh, guck mal. Da steht wer im Weg. Grüne Leute, das ist die Baratheon. He must be much more important than I thought. He can afford a man's in this part of England. Ja, sieht nicht unwichtig aus. Aha. Ihr lasst mich doch durch, oder? You're inside Halton's residence. And I'm captain of his guard, Sir Ethan. Ethan von der Wand. I am Alistair Sarr. Lord Halton is expecting me. Ah, so you're the heretic he's been talking of. Let me warn you, your worthless religion has no place. Die Leute sind alle so schön offen für Neues und für andere. I don't Menschen. Have time for theological debate with his underlings. Ja, das war einfach. Ich musste nicht mal irgendwas drücken. Okay. Okay. Sag doch einfach okay. Okay. Arwen Horton. Ah, there you are, Alistair. I was anxious to speak with you. Did you meet any trouble on your way here? Ah, well, other than the warm welcome I received from an amateur theologian in your employ, I have no complaints. You must be speaking of Sir Ethan. He's the captain of my watch. Please forgive him. He is bound to the Seven. While I was waiting for you, I made the mistake of telling him that you belong to the clergy of R'hllor. But enough small talk. We have some important... Jetzt kommt's! warum? Where are we? Kommt er mir recht bekannt. What do you have to say that's so important and so secret? Es könnte daran liegen, dass er eine wöchentliche Show im Fernsehen hat und deswegen kennt man sein Gesicht. I feel like ja, entschuldigt, you know Karin, me, ist ein wenig erkältet, aber es soll uns nicht weiter beeinträchtigen. That's understandable. Ihren scharfen Verstand beeinträchtigen, das kann nicht. So very long ago. I visited your father many a time. You were young back then and more interested in the art of combat than conversation. More recently, wir waren also mal, I attended your father's funeral, but it was not the time for discussions. I wish to tell you that your sudden and unexpected bereavement troubled me deeply. Reynald was a great man and a trusted friend. With him gone, I'm now worried about your sister. I discovered that you were set on marrying your bastard. This ja, man carries a grim reputation. Erzählt er uns jetzt auch nochmal, dass unser kleiner Bruder vielleicht den Papa getötet hat? Valar is quite keen on marrying my sister indeed, but it won't happen if I manage to get back my titles.
But that is a matter for another time. You spoke of some news of Garwin. Tell me what has become of him. Yes, your brother. Knowing that you were in King's Landing, I thought I'd find you and share my fears with you. What fears? If you're talking about Garwin being accused of patricide, I already know about was Neues. Yes, but I came to King's Landing to ask you... hast du wirklich euer Papa unter uns? Ja, okay. Ich... Ja, mein Gott. Now, I fear that he is fleeing from some trouble. Or worse yet, trouble has already caught up to him. My initial findings were quite worrisome, to say the least. What sort of findings do you speak of? What did you discover? Ah, well, I managed to track down Garwin to King's Landing, hoping I'd be able to confront him before he vanished again. According to my sources, a friend of his had helped him find refuge in a cellar, only accessible through the sewers. Unfortunately, something terrible occurred before I could get there. Kellermord. Rumors of murders started circulating. I fear that your brother has met her. Sag doch sowas nicht. By the flame, I need to bei der Flamme. Finde ich aber bei den Sieben immer noch viel. Fathers, I wish to offer you my help. Let me introduce you to Sir Desmond. He is my sworn sword and the very best swordsman in the Riverlands. Naja. He has helped wie oft habe ich das schon gehört von Leuten, dass ich der Beste von irgendwas bin? As a former gold cloak, he still keeps a few friends in the city watch and has tried to question them about these murders. According to them, there was no investigation, and it seems that very few people in the city watch have any inkling of what happened. Those who appeared to know something had clearly been ordered to keep their mouths shut. It certainly seemed as if someone was trying to keep this quiet. It looks like I need to go to the crime scene myself. My friends in the city watch. Crime scene investigation. Always supposedly hiding in. Given its King's location, Land. Should be able to take a look around quietly. We'll just have to deal with the bolt. Irgendwann auch Lawrence Fishburne da die Ermittlungen übernimmt. Nein, der andere zieht immer die Brille auf und absetzt. There's no time Horatio to lose. Kane, aber ich weiß nicht, wie Lord Hart, Schauspieler heißt. Will you let Sir Desmond accompany me? I believe gut, I could do with another sword. Gary Sinise in New York und Lawrence Fishburne in... Die sind auch bekannt. Are one of the most dangerous places. Aber in Miami, das ist der erfolgreichste von allen CSIs. Ja, ich meine die Schauspieler. Thank you. If you're interested, my lord, ist auch bekannt, I know an entrance to the sewers not far from here. Aber sonst so? Nee, ja klar. Schreckliches Verbrechen in der Kanalisation. Ja. Oha, na dann. Schauen wir mal. Aber der Garten ist schön. Nö, ist wirklich nett, ja, ne? Könnte man. Mhm. Also, kann man machen. Das Haus ist überhaupt nett. Also, ein bisschen protzig, aber nett. Für so einen Lord ist es okay. Aber wenn er so toller Lord ist, warum wohnt er denn hier und nicht in seiner Lord, also in seinem Fürstentum? Wer weiß. Oh, das ganze Stück zurück. Das ist aber weißt hoch. Du, wo du hin willst? Da hinten ist doch so ein Pfeil. Also, hier, guck, da ist nur... Ach, da. Hier, Kanalisation. Ah. Da, schau her. Gesetze sind eine öde Angelegenheit und Kupfer... Was? Kupfermünzen zählen noch viel schlimmer. Aha. Robert Baratheon, also der aktuelle König, hat offensichtlich kein großes Interesse an Gesetzen und Kupfermünzen. Ja, ist halt auch ärgerlich, dass man sich so mit alltäglichen Problemen beschäftigen muss und so. Also auch als König ist blöd. Der arme Kerl. Ich würde ihm ja gönnen, dass er nur saufen und... Normally we would go straight on, but the gate is shut. We will have to make a detour through the arena. Ja, natürlich müssen wir einen Umweg über die Arena machen, wo wir dann jetzt wahrscheinlich 5 Kämpfe bestreiten müssen, um weiterzukommen. And stay on your guard. These sewers are crawling with thieves. Was ist denn für eine Arena? Ja, die Arena. Wo die Thürsten? Ist das eine Arena? Ja, na, oder so Buhurt. Oder Buhurt machen. Weil ich glaube, Thürsten werden wir hier nicht. How long have you been with the City Watch, sir? Noch einbauen. I worked there for more than 10 years before the arrival of the new commander. Das tue ich alles so. And for 5 years now, I've been Lord Halton's sworn sword. Hier sind wir richtig, oder? What is the password? Ja, schön. Oak and iron, guard me well. Right. Come in. Ja. Oak and shield. Wir haben auch einen. You seem to know this place well. Indeed. Ja, this place is often used for illegal fighting. So viele Türen. The spectacle and the lure of gold attracts a lot of gamblers. Was ist da? And good fighters. Was heißt es? Lord Halton sometimes sends me here to recruit swordsmen. Sieht so aus, als ob das irgendwie was war. Da ist eine brennende Truhe. Aha. Ah, ein
Schwelfeuer. Vielleicht sollte ich mal irgendjemand darüber informieren, dass da was... So, da komme ich wieder raus, denke ich mal. Gehen wir mal hier weiter. Die ganzen Türen auf der Karte. Ja, das macht mich... Vor allem, wozu ist diese Karte überhaupt gut? Nur um den Pfeil zu... Damit du weißt, wo Norden ist. Ja, aber dann können sie auch einfach nur einen Pfeil einblenden. Oh, einpacken. Alles einpacken. Liefenbesetzte Lederrüstung. Wir haben gar nicht geguckt, wie geil die Rüstung ist, die wir da gefunden haben von Mors. Diese Westfort-Rüstung. Mir geht es auch egal. Das haben wir eh schon wieder vergessen, wenn wir das nächste Mal Mors spielen. Gut. Hier ist nix. Da geht's hoch. Ah, nee, da kommen wir her. Okay, dann... hier war was. Ah, wichtige Dokumente. Westeros-Archiv, Siegel der Erkenntnis. Gucken wir mal kurz. Urteil durch Kampf, bla bla bla, das kennen wir. Also es gibt da ganz oft den Fall in Game of Thrones oder in das Lied von Eis und Feuer, dass wenn sie keine Bock haben, ein richtiges Urteil zu fällen, so von wegen Gericht und so, dann verlangen sie um ein Urteil durch die Götter und dann kämpfen sie halt gegen irgendjemanden. Der Angeklagte, und wenn er gewinnt, ist er freigesprochen, und wenn nicht, dann nicht. Das am besten ist ja, dass der Angeklagte auch irgendeinen anderen für sich kämpfen lassen kann. Das ist das Allerbeste, ja. Also, wenn es wenigstens die tatsächlichen Akteure wären, aber... Nö. Und der genau, Ankläger gegen Angeklagter oder so, das wäre halt gut. Ach, guck mal, da komme ich wieder hoch. Ich will aber nicht raus. Und der liebe Tyrion hat da eine Kunst draus gemacht, sich da häufiger mal rauszuretten aus irgendwelchen Anklagen durch diesen Trick. Ja. Nee. Da ist einer. Ja, pff. Macht aber nichts. Das scheint die Arena zu sein, aber... Gut, dann... Ob da jetzt gleich Spartacus kommt? Ich glaube kaum. Schade. Schade. Oder wir müssen doch wieder raus. Ja, weil das ist ja da so ein geschlossener Bereich. Also dann gehe ich jetzt so nach links. Probier mal... Ne, hier war das nicht. Mann, das sieht alles gleich aus. Nee, da nicht. Oder doch? Doch, hier hoch, glaube ich. Ich bin ja dann nochmal runter. Ach so. So. Schlüssel zum Privateingang der Arena. Mhm. Aha, ein Schlüssel. Ah ja, I see. Da war ich in die Tür rein. Geglitscht. So, ich... Da steht auch einer, aber der macht da unten. Ja, kann ich mit irgendjemandem irgendwie interagieren oder irgendwas? Ist das da unten? Da ist die Arena. Das ist die Arena. Nehme ich mal an, also... Und hier kann man außen rumstehen und zuschauen. Guck mal, also hier ist noch eine Tür. Da war ich noch nicht. Ja, das sind natürlich hervorragende Effekte. Ich erinnere mich noch an Splinter Cell 1 2002 oder wann das war, wo alle so gestaunt haben, dass sich so Stoff über ihm, wenn er da langläuft, so mitbewegt. Naja. Ist ja nur 10 Jahre her. 12 oder so. Hier komme ich nicht rein. Tear off! Ey, was machen die da? Was machen wir? Kämpfen. Eindeutig kämpfen. Guck mal, schnell wie eine Schlange, das mach ich mal. Vielleicht Schaden. Und was ist das? Leicht wie eine Feder, das sind die neuen Sachen, die wir haben. Bewegungsempfehlung. Boah! Wie viele Leute sind das? Viele. Sind die alle her? Ich weiß, das ist doch auch, ne? Warum greifen wir die an? Weil wir da durch wollen. Und wow, da kommen ja noch mehr! Das und ist Speicher? Gar nicht mal so doll. Ich möchte an der Stelle, hier habe ich ja jetzt wieder, was kann denn der andere eigentlich? Kann der auch sowas? Stachel des Mantikors. Schaden, Status, bla, ich muss mal kurz gucken, was der so hat. Schaden 0,8. Schaden 1,5. Das wäre doch ganz gut. Dann mach das doch mal. Ja, komm, so einer tot. So. Habe ich hier jetzt wieder ein bisschen Energie und kann... Mal hier irgendwas machen, sowas zum Beispiel. Ja, das war ganz gut. Und jetzt noch einen fetten Schlag. Verfehlt. Danke. Schön, dass wir geredet haben. Der andere ist fast alle. Achso, der andere tut die gleich normal an. Ja, warte. Ja. Jetzt mache ich erstmal hier nochmal den Flächenangriff, weil da stehen ja so viele Leute rundherum. Unterbrechungsangriff und der das sieht gut aus. Ist bald. Ach. Fiolen können. Ihr seid verängstigt. Ah, okay. Also ich kann mit dem nichts mehr machen. Was ist das für ein toller Kämpfer, der Flusslande? Ist verängstigt. Guck mal, nur noch einen. Ja, okay. Den kriegen wir. Das ist ja jetzt aber ganz schön schlimm. Wobei der ist relativ stark. Jetzt ist er auch nicht mehr verängstigt. Guck mal, jetzt kann ich machen, was ich ihm mag. Jetzt ist er auf dem Boden. Schlag auf ihn ein! So wie man das als fairer Kämpfer macht.
tritt nochmal nach! So, was ist unsere stärkste Attacke? 1,2 Schaden auf Angriff auf den Helden? Nee, 1,5, die hier. Bam. Schön, ungenau. Na komm, jetzt prügelt den noch kaputt, das kann nicht so schwer. Locker, und dann können wir uns vereinsamen. Ja. Looten und Level, Looten und Level. Beste Sache an Rollenspiel. Geld erhalten. Schlüssel zur Kanalisation. Ja, ah, gut. Ich weiß zwar überhaupt nicht, warum wir jetzt gegen die gekämpft haben. Na, weil ich glaube, die haben den da ausgenommen, der die Schlüssel hatte. Ah, okay. Und wir wollten ja, aus irgendeinem Grund wussten wir das. Speicher mal lieber. Ja. Bevor du hier. Du hast recht. Was machst du? Gar nicht so dumm. Und, ja, machen wir Folgenende. Genau. Und dann geht's direkt in Folge 36. Nee, was? Ich weiß es nicht. Ich glaube, irgendwas im 30er. Irgendwas im 30er. Ihr wisst das besser als wir. Wir sehen uns dann gleich demnächst, wann auch immer, wieder. Bis Tschüss. Dann.